Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu die Sims 4. Ich habe hier gerade zweimal neu starten müssen. Und beim ersten Mal hatte er mehr oder weniger scheinbar genau das getan gehabt, was er beim letzten Mal angefangen hat. Und zwar, er ist jetzt zurück ins Haus gegangen und hatte sich da einen Hotdog geholt. Okay, man sieht es auch hier noch. Aber als ich das gerade nochmal neu laden durfte, ist er an einer anderen Position und dieses Fenster ist aufgeploppt. Also, frag mich nicht, wieso. Ich will auf jeden Fall nicht outgoing gehen, weil das so loyal like a golden retriever. Looks like Ford just befriended a pet enthusiast. Like pet enthusiast. No. Sehr merkwürdig. Du bist auch draußen. Ich hatte dich vorhin auch. Also, manchmal macht das Spiel so ein paar merkwürdige Sachen. Ja, er zum Beispiel, der legt sich gleich automatisch genau einfach hin. Sie auch. Okay, also die anderen sind halbwegs in Ordnung. Aber warum der nicht an der gleichen Stelle gestartet hatte wie beim... Also, nicht das Schlimmste. So im Groben passt es schon. Aber man sieht trotzdem, hier und da geht das Spiel trotzdem mal hin. Und packt so ein bisschen mal was aus, mit dem man nicht unbedingt sofort rechnet. Okay, wir hatten auf jeden Fall hier theoretisch mal wieder eine Möglichkeit, einen Trade zu gewinnen. Aber wie angemerkt, ich will nicht immer wieder das Gleiche haben. Was natürlich immer ein bisschen schwer sein kann. Okay, ich wollte schon sagen, gehst du da hin? Weil das kann nämlich auch mal kurz weggeworfen werden. Denn man spielt logischerweise das Spiel auf eine gewisse Art und Weise. Man hat Sims, die gewisse Traits haben, die natürlich mit anderen zu einem gewissen Grad ganz gut funktionieren können. So, wichtig ist, gucken wir mal. Okay, also nach einem Spielneustart und der Fizzen, wie auch immer Maschine sie genau genannt wird, nicht aktiv, funktioniert sie weiterhin. Was können wir eigentlich unter Upgrades machen? Self-Cleaning, Unbreakable und Needs Level. Okay, so ein bisschen hin. Okay, ich würde aber mal Miss... No. Go to work. Okay, alright. Du musst also genau auch noch jetzt passend zur Arbeit gehen. Ciao. Hast du eigentlich genug jetzt gerade gegessen? Es geht. Hat theoretisch jemand anders davon was. So, und ich sage jetzt einfach mal hier... Aber wir haben noch nicht mal Level 3. Also ich brauche nicht mal ernsthaft hier jetzt bolzen. Also gehen wir hin, sagen wir mal Socialize. Ich hoffe mal, das gibt nicht Minuspunkte. Und selbst wenn es das tun würde hier für diesen Balken. Wir brauchen mindestens noch ein Skill-Level mehr. Also da kann man sich dann beim nächsten Mal notfalls aber wieder hocharbeiten. So. Buddy, wolltest du dich nicht gerade eben hinlegen? So, gucken wir mal ganz kurz. Was habt ihr Kiddos gerade so vor? Euch fehlt vermutlich mal so ein kleines bisschen an Spielzeug. Also lass uns einfach nochmal ganz kurz da rein. Ich mag eigentlich die Übersicht ganz gerne. Was haben wir denn hier? Wir haben Blarfi oder wie auch immer er hieß. Das ist alles nur kleines Zeug, wo wir nicht vergessen dürfen. Wir hatten, glaube ich, hier in der Kiste beim letzten Mal geguckt gehabt und wir haben das meiste Zeug davon schon. Heißt also... Kann ich ihn irgendwo hinstellen? Ich könnte ihn da reinstellen. Okay. Mir ist aber gerade sowas wie hier. Diese Tiny Teacher Nesting Blocks. Das hilft nämlich auch nochmal so bei gewissen Sachen. Um nochmal so Skills lernen zu können. Hier zum Beispiel Lump of Clay ist ganz ulkig, aber scheinbar können Erwachsene damit auch ohne Probleme interagieren, was meistens dazu führt, dass die es dann auch tun. Und die Kinder das meistens dann gar nicht erst in die Hand bekommen. So, und das meiste Zeug, glaube ich, was zum Beispiel hier anzutreffen ist, das kam sie zum Beispiel hier nur mit Hilfe. Und der Rest ist, glaube ich, sogar erst für die nächste Stufe Children, genau. Also zum Beispiel das Ding ist noch aktuell nicht zu gebrauchen. Slugger! Do the Slugger with you! Ist das dringend notwendig? Okay, I guess. Ich glaube, das soll Hygiene mit verbessern. Genau, change dirty diaper. So, und was machst du? Achso, du hast den Rest gekreit. Es wäre ganz cool, wenn man sagen würde, oh, ein halber Hotdog, das reicht für ein Kleinkind. Nope, hat aber einen großen Sprung gemacht. So, was haben wir denn? Get Toy from Play. Einfach spielen. Einfach so ein bisschen sich da diesbezüglich aushelfen. Aber immerhin schön vorher noch den Teller abgelegt. Also, gut erzogene Kinder, dafür, dass wir da diesbezüglich nichts gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch so einer... Diese Aspekte, die mit diesem, ich sag mal, Kiddie-Pack, keine Ahnung,
nochmal verbessert werden, dass man da scheinbar mehr auf die Einfluss haben kann. Ich guck mal ganz kurz. Nee, es war schon hier. Genau. Ich glaube, erst mit der nächsten Stufe gibt es hier sowas wie Confidence, das hervorgehoben wird, aber ich meine. Ich bin nicht sicher, ob da einer heult. Aber ich meine, dass auch hier mit der Stufe dann, wenn man diesen DSC hätte, irgendwelche Sachen es gäbe, die dann nochmal mehr Einfluss drauf haben. Aber wie immer, wie sehr dieser extra Einfluss in dieser Phase dann auf zukünftige hat, das kann ich nicht mal wirklich sagen. Es steht zwar hier sowas wie Top-Notch Infant mit dabei, aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich irgendwas tut. Gerade vor allem, weil die anderen Traits hier, die vier, die verabschieden sich definitiv. So. Ihr habt alle was zu tun. Okay, ihr steht gerade ein bisschen wie Falschgeld dabei. Ich mich frage, kannst du damit auch spielen? Nee. Schade. Okay. Oh, du kannst schon Talk. Wow. Wie lange musst du noch? Wow, noch 5 Tage. Deswegen, das sind dann halt, keine Ahnung, 6 oder 7, bis sie da überhaupt hinkommen. Ich habe in meinem anderen Spielstand Kiddies gehabt, die einen Tag davor waren, ihr Age-Up zu erreichen und nicht reden konnten. Das ist also schon sehr beeindruckend, hier das so zu sehen. Dementsprechend, wir können ja mal ganz kurz gucken, wie es mit ansieht. Zum Beispiel, hier ist noch Bubble und hier ist Talk. Interessanterweise hängst du da hinterher. What's that, Bubble Hug? Hit. Hint ist interessanterweise trotzdem dabei. Obwohl es noch nicht mal aggressive Babys sind. Haben wir überhaupt jemanden? Ja, du zum Beispiel. Wenn man bei dir Hit sagt, genau, wird dieses Icon hervorgehoben. Redest du gerade wirklich mit dem Erwachsenen? Ja. Nicht schlecht. Sing a Song wird gleich vorbereitet. Kimi Franella, who knows? So, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Hatte das negative Einfluss? Nö, bisher so überhaupt nicht. Und hey, guten Morgen. Jetzt können wir mal die ernsthafte Frage stellen, ob wir diesen Raum nicht zur Seite verschieben, damit wir so eine Art Elternzimmer bekommen. Die Frage aber auch dann hier wieder ist, es sieht zwar definitiv besser aus, aber haben wir davon, was einfach nur einen Raum zu haben, der zu anderen Räumen verbindet? Wenn wir ernst ehrlich sind, eigentlich nicht. Deswegen, man würde dann wirklich halt sagen, keine Ahnung, so hier. Kannst du mal ganz kurz. Dann wirklich vielleicht hier dann eine Wand setzen würde. Also dann halt so einen Raum bauen würde, logischerweise. Aber ist es dringend notwendig? Ich denke, wir sollten. Wir müssen eigentlich das Bad, das Nanny-Zimmer anpassen. Und ich hätte denen ganz gerne ein schöneres Kinderzimmer gegeben. Wir haben zwar so ein bisschen mit Dekorationen gearbeitet. Aber ich sage einfach mal, man kann das meiste nochmal so ein bisschen verfeinern. Vielleicht sollte man auch ernsthaft überlegen, wenn man schon sagt, ein Zimmer, ein Badezimmer, zwei Zimmer, ein Badezimmer, das geht alles so in Ordnung. Aber wenn man überlegt, wir sind jetzt 5 plus 1 mit dem Kollegen. Das ist ein 1 ohne Badewanne. Die ist ja theoretisch nicht im gleichen Bereich. Ist schon ein bisschen hart. Deswegen, man kann natürlich überlegen, ob man so ein bisschen in diese amerikanische Richtung geht. Dass, sagen wir mal in dem Fall, das Elternschlafzimmer ihr eigenes Badezimmer noch bekommen. Dann könnte man natürlich auch irgendwann überlegen, weil man sieht ja, das ist so ein bisschen Büro, Schlafzimmer, dazu noch ein Fernseher mit dabei, also Wohnzimmer ist auch noch drin. Das würde man in der Zukunft natürlich versuchen, mehr aufzuteilen. Deswegen, ich überlege gerade ganz bewusst halt, weil niemand in diesem Zimmer sich gerade befindet, wie man das machen würde. Deswegen, man könnte das natürlich erstmal hier einfach nur rausziehen. Aber halt, ich will nicht einfach nur einen Flur hinzufügen, so im Nachhinein. Wenn, würde ich schon versuchen, alles irgendwo anders zu gestalten. Ich meine, mit dem Geld müsste man das halbwegs hinbekommen. Man könnte natürlich überlegen,
wenn man schon jetzt ernsthaft überlegt anzupassen, diesen Raum vielleicht mehr zur Seite zu verschieben? Dass man vielleicht gleich von Anfang an sagt, der Flur, der startet dann halt gleich bewusst hier auch beim Eingang schon. Meine große Frage muss nur dann sein. Also wir könnten, wenn man gerade mal sagt, diesen Raum, wenn man den nach hinten verschiebt, dann könnte man natürlich ohne Probleme ein extra Badezimmer zum Beispiel da hinten hinballern. Vielleicht könnte man das Badezimmer auch so aufbauen, dass auch die Kinder zudem einfacher hinkommen könnten. Aber es ist auf jeden Fall jetzt schon so ein bisschen lustig zu beobachten, wie wir zwar noch mit der Breite arbeiten können, aber nicht mehr mit der Länge. Hier hinten ist nicht mehr allzu viel möglich. Mal ganz gerne wissen, wie viel kann ich eigentlich? Kann ich den einen noch machen? Okay, einen könnte ich noch machen, aber nicht mehr zwei. Das ist meistens so der Fall. Deswegen, das Schöne ist, die Pöttiche, die können wir, selbst wenn sie, glaube ich, eingebuddelt werden, ohne Probleme noch bewegen. Jedenfalls würde man vermutlich irgendwann überlegen, hier unser Math Lab oder wie auch immer nochmal zu bewegen, ihren eigenen Bereich zu geben. Aber bisher, von dem, was wir das hier gerade gemacht haben, das geht soweit in Ordnung. Ich sage mal wirklich, der hinterste Raum hier ist eine Katastrophe. Wir müssen eigentlich auch irgendwann überlegen, ein besseres Wohnzimmer zu bieten. Einfach, dass da mehr Leute sitzen dürfen. Klar, die Kleinkinder können aktuell dann noch nicht hin, aber für die Zukunft dann. Ja, am liebsten würde man fast das komplette Ding einmal sprengen, um zu überlegen, wie man das besser machen könnte. Deswegen, man könnte natürlich überlegen, zum Beispiel auch die Küche nach vorne zu ziehen. Das sieht jetzt zwar so ein bisschen merkwürdig aus, gerade mit dieser, ich sag mal, Mini-Veranda. Aber es wäre auch nicht unmöglich so. Wir haben gerade kein Festival, das kann also da auch weg. Man könnte natürlich auch irgendwann überlegen, dadurch, dass er so ein bisschen wie Falschgeld hier rumsteht, man das nicht irgendwo anders hin platziert. Meine erste Überlegung war zum Beispiel, so wie einen Balkon zu haben, dass man den, was so die obere Hälfte hier überlässt von dem Lot und dann nur dieses Zeug da hochwirft. Aber da kommt natürlich dieser Aspekt, man müsste sich dann nach oben bauen. Da war ich noch nicht so ganz. Ich meine, wenn wir einen langen Flur hätten, man wirklich sagt, der würde halt so entlang laufen, dann hätte man natürlich die Möglichkeit, einfach da noch eine Treppe hinzuwerfen, wo sie dann in der Zukunft da hochgehen. Ich denke, irgend sowas in der Richtung wird es dann tatsächlich werden. Ich mag die Mini-Veranda. Aber wenn man vielleicht tatsächlich in der Zukunft sich einen Balkon leistet, dann brauchen wir den nicht allzu viel größer machen. Und ich überlege gerade, könnte man, achso, das ist, achso, man könnte, wenn man wollte, das zum Beispiel so ziehen und dann in die Länge. Also wirklich angetan bin ich davon nicht. Okay, also wir sagen jetzt einfach mal, ja, das wird jetzt alles sehr ulkig aussehen, weil wir vieles hier so ein bisschen, oh. Richtig. Das ist immer so ein bisschen doof. Am liebsten würde ich einfach mal alle hier rauswerfen, damit ich das besser bauen kann. Ich frage mich, was passiert, wenn ich das bewege und die Kollegen da noch drin sind. Ja, gerade so, die Türen sind natürlich relativ ulkig. Okay, dann nehmen wir das hier auch nochmal ganz kurz weg. Deswegen wir würden mehr oder weniger das uns so krallen. Wir würden dann vermutlich in den Bereich. Deswegen, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Moment, nutzt er den kompletten Bereich dafür? Ja, ja, tut er schon. So, machen wir das mal so. Damit hätten wir, sagen wir mal, das so grob.
Da sitzen wir. Finde ich zum Beispiel doof, dass das verkauft wird. Warum muss das verkauft werden? Warum kann das nicht einfach ins Familieninventar geschoben werden? Deswegen, was geht denn hier zum Beispiel alles flöten? Da sieht man zum Beispiel. Oh, mal abgesehen davon, dass es das so ein bisschen rumspinnt. Also wir würden zum Beispiel die Tür verlieren. Okay, also sagen wir mal, die Tür wandert darüber. Und natürlich auch hier wieder. Das geht nach oben. Jetzt weiß ich zum Beispiel gerade nicht, was verkauft worden ist. Ernsthaft? Kann zwar nachvollziehen, weil da die Railing ist, aber come on. So ganz simpel. Deswegen ist es erstmal noch nicht viel, aber es soll so ein bisschen einfach helfen. Und jetzt hoffe ich mal, dass auch hier nicht zu viel flöten geht. War da die ganze Wand mit den Bildern weg? Ich schmeiß die einfach nur mal ganz kurz darüber. Okay. Dann würde ich aber auch jetzt hier schon sagen, all die Türen, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Klar, hier die, da brauchen alle noch welche. Denn wie man sieht, die sind jetzt auch da weggegangen. Deswegen, wenn die hier nur eine Tür haben, ist es bei weitem angenehmer. Keine Ahnung, welcher Reihenfolge die waren, aber das passt schon. Die Tür, die brauchen wir noch hier. Die öffnet auch in die richtige Richtung. Hier fehlt uns noch eine Tür. Um die Dunkelheit, logischerweise, dürfen wir uns auch noch gleich kümmern. Ist nicht viel. Ist nicht viel, was wir bisher gemacht haben, aber es soll schon mal ein bisschen helfen. So, dann kann man jetzt natürlich die Frage stellen. Der Lenkraum hier gefällt mir immer noch nicht wirklich. Ich schmeiß den einfach mal nur darüber. So, wir setzen also jetzt hier einen extra Raum hin. Wenn der tatsächlich von Beinen genutzt werden soll, könnte natürlich dann überlegen, ob man ganz bewusst zum Beispiel das Badezimmer einfach größer macht. Dann müsste halt aber dieser Raum irgendwie anderswertig aufgebaut werden. Könnte natürlich überlegen, den da hinten hinzuschieben, aber so toll ist es dann auch wieder nicht. Vielleicht bleibt das wirklich erstmal ein privates Badezimmer für, also privaten vielleicht in Anführungszeichen, für die Eltern. Irgend sowas. So, den können wir uns ruhig hier ganz kurz krallen. Dann auch nochmal hier platzieren. So, hier müssen wir nochmal arbeiten. Genau. Ich hatte in der Vergangenheit. Das mit den Türen sieht aber nicht schick aus. So, und von mir aus so. Hatte ich in der Vergangenheit immer ganz gerne eigentlich mit der Option gearbeitet, dass wenn es zu Licht kommt, ich meine jetzt hier wirklich durch Lampen, dass das wirklich nur aktiv ist, wenn Leute sich da drin befinden. Zu einem gewissen Grad fühlt sich das logischerweise besser und von mir aus auch realistischer an. Andererseits fühlt sich es aber nicht toll an, wenn das halt so dunkel ist. Sprich, hier, da würde man denken, achso, das sieht jetzt aber besser aus, ja. So, ich bin mal ganz ehrlich. Das kann man so nicht machen. Okay, man macht das so. Ich würde ganz gerne neue Tiles hier haben. Nee, dunkel sieht doof aus. Ein Blau ist ganz angenehm. Jo. Da weiß der nie, ob da jemand mal auf dem Boden gestreut hat.
Ich mag das Blau. Das Blau ist ganz angenehm. Und hier, genau, hier sollten wir die vermutlich... Achso, da könnte man auch nochmal überlegen. Das ist vielleicht angenehmer. Ist ein ganz leichter Unterschied, aber ich finde es angenehmer. Okay, gut. Dann... Große Frage ist sogar, ob man nicht ernsthaft überlegt, wenn die Kinder in erster Linie erstmal das Badezimmer nutzen, ob man denen dann nicht einfach kurz die Badewanne gibt. Dass man sich einfach nur das Ding hier, sagen wir mal, klaut. Nehmen wir auch hier von mir aus die Idee mit. Das funktioniert. Okay, das funktioniert. Sieht zwar so ein bisschen komisch aus. Aber gut. So, gucken wir mal ganz kurz. Die Ambassador ist eine der schlechteren Toiletten. Am coolsten ist natürlich der Potty Mouse 2.0. Obwohl man auch gleich wieder sagen muss, da sind ein paar nervige Aspekte mit dabei. Aber sind wir bereit, 2000 für eine Toilette auszugeben? Ach, da sind ein paar merkwürdige Farben mit dabei. Deswegen, also der erste ist in der Hinsicht eigentlich schon fast der beste. Und ich mach mal ganz kurz hier nochmal sicherheitshalber Move Objects aus. Wie mach ich mag's. Man kann das Ding einfach... Moment, ganz kurz. Hatte ich das jetzt schon ausgemacht? Jetzt ist on, jetzt ist aus. Okay, sicherheitshalber nochmal. Dann ist ein bisschen merkwürdig, dass das Ding einfach irgendwo stehen kann. Okay. Gucken wir mal hier. Auch hier haben wir den simpelsten genommen. Wie sieht das eigentlich mit dem höchsten aus? Da ist ein extremer Sprung in Hygiene mit dabei. Wowie. Semi-private Wash-Up. Ist aber interessant zu beobachten, wie das mit den Preisen zum Teil aussehen kann. Wie sieht denn das Ding aus? Ew. So, von dem kleinen Bild sah das eigentlich ganz ordentlich aus, aber wenn ich dann hier schon so die Farbkombos sehen darf. Von mir aus? Sieht so ein bisschen ulkig aus, aber man kann dabei rausgucken. Hey. Will ich das Ding trotzdem da stehen haben? Eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, nicht. Einfach weil wir hier unseren Spiegel haben wollen. Dann nehme ich auch wirklich einfach den hier. Und, ganz ehrlich, warum nicht auch noch hier eine weitere? So, die Frage. Okay, ich dachte, das wäre so in der gleichen Größe. Was für ein Ding. Oh, Holzern ist natürlich interessant. The Swan. Moment, The Swan. Kinda fancy, but kinda shitty. Hm. Oh, 3000. Okay, come on. Irgendwo muss der Luxus mal herkommen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier so einen riesen Klotz. Wie gesagt, mit dem Klotz, da werden wir in der Zukunft arbeiten. Dann machen wir dann vielleicht eine zweier breite Treppe hin, nicht nur eine. Was für die Zukunft. Dementsprechend, das wirkt jetzt hier noch so ein bisschen... Arschlos? Apropos Arschlos. Wir sollten... Deswegen die Wicker Baskets kann man eigentlich ruhig verkaufen. Mal so ein bisschen extra Money. Wir haben hier noch Zeug herumstehen. Ja, das Ding hatten wir damals gekauft in der Hoffnung, vielleicht Gemälde verkaufen zu können. Aber wie immer, Gemälde kann man super einfach verkaufen. Genau, hier können wir jetzt nochmal so ein bisschen Schabernack treiben. Das will da nicht dahin. Wie immer. Bibi, move objects. Deswegen, also, vielleicht bin ich da so ein bisschen nervig in der Hinsicht, immer Bibi, move objects an- und auszumachen, aber für mich gibt es einfach immer wieder Situationen, wo ich das gerade eben nicht haben will. So in etwa? Ja, von mir aus. Logischerweise, wir wollen jetzt hier noch so ein bisschen Sachen hinstellen. Ich denke, da gehen wir mal über Decorations. Auch hier kann man dann überlegen, noch was zu machen. Ich denke, jetzt kann man ernsthaft überlegen, nachdem wir die ganze Zeit so ein Fenster blockiert haben, dass der Spaß ruhig darüber wandern darf. Ja, so schön in die Ecke. Hier, ja, mal abgesehen von dem Lichtschalter, der natürlich jetzt so ein bisschen arschlos ist. Das gleiche kann man dann natürlich auch hier jetzt sagen. Wir hätten, glaube ich, offiziell auch mal hier irgendwo ein. Das geht soweit auch in Ordnung, obwohl es merkwürdig aussieht. Ja, das Badezimmer darf ruhig erstmal so bleiben. Das sieht auch so ein bisschen komisch aus, aber es ist nicht unrealistisch.
So, auch hier, Kollege, darf in der Theorie sich hier helfen. Moment, hatte das mir jetzt nicht mehr mit. Deswegen dachte ich, hätte auch für den Raum einen gehabt. So, und dann nochmal hier. Wunderschön. So, dann fangen wir mal an, das übliche Zeug hier zu spielen. Das sieht so, das sieht vielleicht... ich denke, in Wirklichkeit hätte man das nicht so niedrig. Ja, whatever. Ja. Oh, was ist das? Hat man den auch noch in besseren Farben? Würde man sowas da stehen haben? Ja, durchaus. Ich noch mal ganz kurz einmal gucken, was wir hier haben können. Also, da bleibe ich dabei. Eine wirklich coole Sache wäre, die man, sagen wir mal, aus Sims 3 zurückbringen könnte, dass man so ein bisschen selber entscheiden könnte, wie die unschließenden Elemente aussehen. Und ich würde sogar tatsächlich so aggressiv gehen, wenn man sagt, hey, modernes Spiel mit mehr Features, bla bla bla, dass man wirklich sagen kann, das Rote möchte ich entscheiden. Die das da, die jenes. Alles kann man, was einen eigenen Gegenstand in einem Gegenstand darstellt, nochmal farblich anpassen. Ich denke, das wäre sehr stylisch. Schwarz ist so aggressiv, aber es ist von der Farbe her angenehmsten, was die weißen Handtücher betrifft. Ja, irgend sowas. So, und dann bräuchten wir theoretisch genau hier nochmal so ein bisschen Hilfe. Laundry Baskets. So ein kleines Feature halt. Please hang your towels. Oh, das ist vielleicht angenehmer. Mal die vielleicht ein bisschen... Das sieht besser aus. Ja, das sieht natürlich so ein bisschen komisch aus, aber es sieht für außen in Ordnung aus. So, was fehlt denn noch? Das ist eigentlich nicht verkehrt. Weißt du was, ich mach das mal ganz bewusst da rein. Und dann ein Basketball. Of course, aber das ist natürlich, weil wir nicht in einem Handmade Proposal sein. Aha. Ew. So, das soll so ein Ding sein, das da irgendwie einfach nur so rumsteht oder ähnliches. Würde man sowas da stehen haben? Na, no, man hat irgendwie das Gefühl, dass er so komplett freistehend so etwas stehen würde. Wenn man mal ganz kurz ignoriert, was da aktuell steht. Bread and Butter Toaster Clock. That's kinda cute. Okay, dann gehen wir mal zum dem anderen über. Wir könnten natürlich überlegen... What the... Feeling Froggy. Sure. Ich muss immer zugeben, ich mag die Idee, hier irgendwelche Vorleger oder allgemeine Teppiche zu haben. Aber ich habe immer das Gefühl, dass dieses Spiel ganz speziell eigentlich keine wirklich guten Sachen im Angebot hat. What is this? Deswegen, das wird's ja eigentlich gleich von Anfang an nicht höher. Wie macht man das nochmal mit Shift? Genau. Dass man das gleich bewusst ein bisschen größer macht. Aber halt, man will ja einen Teppich. Deswegen, viele von denen sind halt so billig von der Größe. Und das sieht aus halt, als würde man halt irgendein Gitter in der Stadt antreffen. Und dann hast du so ein Ding. Deswegen, das ist so schade, weil der soll absichtlich halt so ein bisschen puttig sein. Bell Travel Drug, genau. Ja, okay. Wo er dann wieder sagt, warum gibt es den nicht in der guten Version? What? It's not a trap. Okay, zum Beispiel so einer ist halbwegs angenehm. Würde man den da so haben wollen? Ich überlege gerade, wo würde man so einen hinstellen? Würde das in Ordnung gehen? Man den vielleicht noch in anderen Farben? Oh ja, sogar einige. Ja. Deswegen, man überlegt hat natürlich immer so ein bisschen, man kennt sie ja, gefühlt jede Familie hat mindestens einen von denen. Manche von denen sehen sehr furchtbar aus. Keine Ahnung, ob ich den, also mir gefällt der so von der Farbkombo. Der passt ganz gut mit der schwarzen Couch, das Rote ist nicht zu aggressiv. What is you? Man kann natürlich wirklich auch nochmal hier überlegen, ob man
Ist sehr fancy. Mein Ding ist auch gigantisch. Ganz ehrlich, am liebsten würde ich schon fast sagen, das komplette Zimmer bekommt es. Und wenn man den jetzt nochmal nimmt und vielleicht nochmal einmal dreht? Ja, schade eigentlich. Ich hätte ihn ganz gerne fast so übergreifend, aber so hundertprozentig das hinzubekommen, ist leider nicht drin. Ich meine, man kann natürlich in die Richtung gehen, dass man das einfach mit Bodenplatten hinbekommt. Okay, ja. Wir können natürlich nochmal hier ganz kurz drüben gucken. Will ich das jetzt? Ne, ich will das jetzt eigentlich gar nicht machen. Ich mache das vielleicht mal offscreen. Ich will jetzt hier für den aktuellen Zeitpunkt. Ist das sowas wie ein Fireplace? No. Haben wir hier irgendwas Schickes, das wir da noch hinstellen können? Für jetzt geht es mir eigentlich erstmal nur darum, vielleicht so einen gigantischen Schrank dahin zu stellen. This? No. Yeah, no. Nicht wirklich. Sieht zwar ulkig aus, aber. Würde das halt nicht so nach Backstage aussehen, wäre das halt natürlich schon mal was. Ist das etwas? Ich meine, vermutlich würde man das dann eher da hinstellen, weil das so das, was ich da habe, in einem ist. Ach ja, wir hatten auch irgendwo einen Room Divider, ne? Brauchen wir jetzt nochmal einen Room Divider? Ich frag mal, eigentlich nicht unbedingt, nachdem das ja jetzt so ein bisschen. Würde man noch irgendwas hinmachen? Nur für zwei Personen in dem Fall ein Raum geworden ist. So, habe ich hier irgendwas Gescheites? Behind the Counter Necessities. Das Ding stand ursprünglich mal hier, genau. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass man hier halt nicht so mehr Optionen hat, was da drin stehen soll oder könnte. Das Ding sieht doof aus, weil es halt so ein zusammengepresstes Ding ist. Was für eine Idee. Okay. Von Idee zwar nicht verkehrt, ist aber nicht das, was ich jetzt dringend will. Das ist eher so für den Keller gedacht als Idee. Das würde ich fast eher so sagen für einen Laden. Das wäre zum Beispiel so ein, aber ich will da kein Geschirr haben. Das sieht komisch aus. Jo. Auch nicht verkehrt, aber noch nicht so das, was ich direkt will. Das ist auch keine Tiki-Bar, die wir gerade bedienen. Ich will eigentlich nur einen Riesenschrank, so in etwa. Nur halt nicht jetzt hier nicht Sports College Bar oder irgend sowas. Das Ding hatten wir in dem Izakaya gesehen gehabt. You know what? I'm taking it. Okay. Sorry, das war mal jetzt hier so ein bisschen länger. Wie gesagt, hier sind noch so ein paar Sachen, an denen man feilen darf. Go to work! Die steht da und tut nichts. Infants and toddler cannot be left alone. Should a nanny be hired? Send to daycare, hire a nanny. Okay, von mir aus. Keine Ahnung, warum die halt so lange gebraucht hat. War das, weil sie wirklich noch am Schlafen war? Hey, Lukas hier! Hello, how are you doing today? It's a delightful to see you again. Yeah, yeah, yeah. Oh. Er hat wohl realisiert, dass da babbling about siblings, sure. Reden wir einfach mal mit Gazuma. Ja, hier müssen wir trotzdem noch mal irgendwann überlegen, was wir machen. Oh, es ist Montag. Das heißt einerseits zwar Rechnungen, aber es müsste eigentlich auch bedeuten, dass diese Sim-Lootbox da irgendwann mal auftaucht. So, ihr habt alle hier Spaß am Labern. Das ist sehr erfreulich. Oh wow, ihr beide habt maximale Freundschaft schon. Warum bist du flirty? Pervert. Okay, da lässt jemand gerade die Windel vorlaufen. Wo ich dann schon wieder sage, hey, Potty, please, du. Sieht's mit euch eigentlich aus? Warum macht ihr denn nicht mal. Wo ist der andere Kollege? You know what?
Achso, du kannst es alleine. Okay. Das ist natürlich ganz angenehm. Obwohl ich mich immer noch frage, wo. Okay, da oben sehe ich ihn. Jeff James, mittlerweile richtig. Und Rangi Iosua. Denke ich mal, das soll das bedeuten. Look what we have here. A doggy. Monka. Mhm. Nachname S. Wie sie da alle sitzen, muss man ja eigentlich schon fast. Meinung. Dum, di, dum, di, dum. Hm, ich hab meine Zeitung vergessen. Okay, lang genug beim Kacken zugesehen. Aber wie immer, wir müssen hier das halbwegs langsam angehen, denn auf der Stage sind die leider immer noch sehr needy. Ja, das Badezimmer ist vermutlich einer der mit wertvolleren Bereiche unseres Hauses. Deswegen, ich denke, der Rechner ist relativ teuer, aber das waren, glaube ich, 3.000, das waren 2.000. Der Fernseher war nicht so viel wert, keine Ahnung. Auch das ist nicht allzu teuer. Ich glaube, das ist keine 1.000 wert. Also, richtig, und das Ding können wir nochmal ganz kurz anpassen. Ja, da muss ich echt zugeben, da weiß ich noch nicht so richtig, was ich damit jetzt anfange. Ist eigentlich sehr angenehm, weil man damit nebenbei. Er würde bekommen Friends with Yamal. Ja, okay, das ist unser Babysitter. Bitte schön, can now use the potty chair. Yes. So, und du bist schon damit fertig geworden. Hygiene ist vielleicht noch nicht so toll. Plan Outfits. Achso, das ist schon interessant, weil hier könnten wir zum Beispiel sagen, hey, Potty help. Aber hier kann ich nicht sagen, hey, hilf mir mal mit dem Windeln wechseln. Aber Bath Please zum Beispiel ist möglich. Set Sync Type. Ja, okay, das ist etwas, was. Oh, wow. Da hat aber jemand Schmutz hinterlassen. Holy moly. Jupp, beide reagieren natürlich sofort. Oh Gott. Hatte ich nicht hier? Ach nee, hier hatte ich die Bauklötze, richtig. Stack. Dann aber zum Beispiel hier. Shapes ist noch nicht möglich. Dafür sind sie schlichtweg, oder zumindest hier, einer von denen, schlichtweg nicht in der Lage zu. So. Hatten wir hier nicht. Okay, den hat sich scheinbar noch irgendwer jemand gekrallt. Oh boy, bist du stinky. Gut, dann frag doch mal bitte einen von denen nach einer Badeeinlage. Ihr kümmert euch jetzt nicht darum? Okay. Ja, ganz großes Kino. Talk. Was machst du? Achso, du bist derjenige? Okay. Oder diejenige in dem Fall. Und du bist einfach nur müde. Okay. Dann. Ich könnte auch nach Storytime fragen. No. Wir gehen einfach zu Bett. Gute Nacht. Wo läufst du eigentlich jetzt? Okay, ja. Du nimmst die schwerste Route überhaupt. Sehr beeindruckend hier zu beobachten. Oh, auch du bist müde. Okay, dann. Du bist einfach mal ganz kurz so frei und sagst, hey, Sleepy Time, wenn wir eh schon gerade am Reden sind. Ihr fehlt auch einfach dabei. Sehr schön. Achso, man sollte bei ihr vielleicht mal gucken. Oh, sie ist sogar relativ gut dabei. Dann machen wir Work Hard. Weil sie kann nämlich theoretisch eine Beförderung erreichen. So, wie sieht's aus? Okay, auch du bist müde. Dann. Bedtime Story. Kazuma, erzähl mir von deinen Geschichten. Aber bitte keine Spoiler, ich habe noch nicht alle Spiele gespielt. Dankeschön. Okay. Dann ist jetzt die Frage, wann taucht ihr hier wieder auf? Ja, du bist überraschend lange unterwegs. Man ist immer noch die Streamer-Karriere gewöhnt. Und nach 2 Stunden die wieder hier auftauchen. So, kriegt ihr das hin? Sah eher aus, als würdest du gerade hier auf ihn eher hören. Was? Wo gehst du denn jetzt hin? Sumpfbacke, what are you doing? Okay, ernsthaft, wo läufst du jetzt hin? Deswegen, die beiden wirken auch extremst überfordert. Oh. Die können das als Abstellmöglichkeit nutzen? Okay,
Der wollte auf jeden Fall vorher sicherstellen, dass er einer seiner beiden Milchdinger los wird. Und jetzt ist er bereit. Okay, aber das Listen to Story hat er ganz... Wow. Er hat einfach wirklich darauf erwartet, dass er bereit ist. Das ist nicht selbstverständlich. Häufig genug Situationen miterlebt, wo etwas vorbereitendes Kind sagt, ne, und dann sagt er dann, okay. Und dann wurde das Ganze mehr oder weniger einfach wieder abgebrochen. So. Du fokussierst dich jetzt, was so relativ fair ist, darauf hier sauber zu machen. Denn da oben ist einiges noch. Und da sind sie alle eingepennt. Nice. Gut. Dann sage ich jetzt natürlich Geschwindigkeit los. Denn die beiden Nasen hier, wenn wir ehrlich sind, sind uns dann doch nicht so wichtig. Und die machen so teilweise sauber. Ey. 200 Simoleons. Und was ist hier los? Ryan Banks and I had a blast together. Great. So, du bist natürlich auch schon wieder müde. Aber es ist trotzdem Zeit. Musst du dich wirklich um gar keine von denen kümmern? Weird. Gut. Wie sieht's denn aus? Fizzing. Wir hätten schon wieder Growfruit. Wir hätten aber auch Strawberries. Was sind das eigentlich? Ach, das sind alles Growfruit. Und das sind Strawberries. Okay. Ich meine, wir hätten trotzdem genug, um einfach mal Strawberries reinzuladen. Und ich gehe auch, denke ich, einfach hin, mach 5 von denen. Einfach um Maximum Qualität herauszuholen. Frag mich, ob man hier irgendwie... Nee, wie man sieht, wenn man eine Art auswählt, dann kann man einfach nicht sagen, hier mach mal 50-50. Nuko. Nuko. Cola, genau. Haben wir das jemals so beobachtet, was auf dem Display los ist? Das ist interessant, dass das Icon in die Mitte nach unten gezogen werden muss. Dann hat man aber trotzdem noch halt einen physischen Regler, den man umlegen muss. Sehr merkwürdig. So, du könntest jetzt theoretisch zu Bett gehen, wenn du wolltest. Sleep. Dann bis das fertig ist. Beziehungsweise die Nanny in dem Fall bleibt sogar erstmal weiterhin hier. Was eigentlich auch nicht unbedingt richtig ist, wenn es heißt, wir mussten jemanden wegen des Berufes einstellen. Ach ja, richtig, du bist ja auch bald soweit. Dann würde man denken, in der Sekunde, in der jemand wieder auftaucht von unseren Eltern. Teilen. Du bist auch gleich hier mit 3, 2, hier drüben nochmal. Maybe you picked up the phone for I adopted a child. Would you willing to stop by and lend any parenting tips? No. Ey. Moment, das hat keine Belohnung gegeben? Okay, der Wert ist eher nach unten gegangen. What? Why? Okay, dann... Take Bubble Bath. Das hast du die... Du bist dir zwar nicht bewusst, dass wir das gekauft haben. Wort vermute ich auch nicht, aber halt... Warum nicht mal ausnutzen? Ja, und logischerweise kann ich es den Leuten nicht übel nehmen, dass die dann doch lieber das bessere Badezimmer nutzen. So, raus mit dir. Sehr schön. Wir brauchen nämlich etwas Privatsphäre. Oh, da hab's einen Winkel. Wow, wie schnell. Aha, der Wert hier ist... Oh mein Gott, eine Toilette! So, das hast du jetzt gerade eben aber nicht wirklich genutzt, um dich sauber zu bekommen. Take bath, come on. Deswegen, hat die da wirklich jetzt gerade eine Panikattacke bekommen, weil da halt... Jupp. Eine Toilette mit künstlicher Intelligenz steht? Nein, du stehst wirklich nur wie Falschgeld rum. Du wirst gerade fürs Nichtstun bezahlt, wow. Ey, da war sogar etwas, was man hier... Share Ideas, was ist hier schon wieder low? No, nicht Guppy. My Neighbor, no. Wäre zwar schön, mal wieder das Haus zu verlassen, aber... wir haben halt leider so ein paar kleine Kollegen hier an der Backen.
An der Backe. Die wir ja nicht so ganz ignorieren wollen. Oder können. Können ist eher das Wort. So, ich überlege immer noch so ein bisschen, was fehlt. Was kann man denen hier noch... Sollten wir übrigens auch mal das ganze Spoil-Zeug hier wegtun. Ich denke, das wirst du doch mal ganz kurz hier als erstes Clean-Up sagen. Gott, könnte man mal aufhören, mich alle fünf... Ja, great. Alle fünf Sekunden anzurufen, gerade wenn ich versuchen möchte zu schlafen. Oh, Lose Weight ist immer noch eine Sache, die du machen musst. Ich habe leider nicht so die 100% die effektivste Möglichkeit, ohne extra Geld auszugeben, um das hinzubekommen. Ich würde maximal natürlich eisenhart einfach hingehen und über den Reward Store sich so ein Ding kaufen. Das sind zwar nur 750, aber gleichzeitig soll das aber auch nicht die Idee sein. Okay, dann... Weiß nicht, wie gut du kochen kannst, aber mach doch mal Fried Chicken Slider. Ah, great. Du hast es wirklich geschafft, ein... Warum hast du dir jetzt ein... Oh, Gott. Also da gab es bestimmt auch eine Mod dafür, dass die aufhören, sich automatisch Wasser zu kreien. Warum bist du jetzt hier? No! Der steht schon wie Falschgeld hier herum, den ich mal ganz kurz zurücksetze. Ernsthaft, der steht und steht und steht hier. Hey, macht sich aber immerhin nützlich und in der Theorie... Ja, sehr schön. Du wirst zwar vermutlich trotzdem zu viel Geld hier. Ah, man könnte jetzt überlegen... Ja, nice Teleporting. Das Ding vielleicht auch mal hier rauszubringen. Gerade wenn man sieht, dass die Leute hier immer wieder hinlatschen, um sich das anzuhören. Moment, jetzt hast du... What the... Sie konnte es nicht beenden, weil der eine freie Bereich gerade sauber geschrubbt wird. Großes Kino. Okay, auf was beschwerst du dich jetzt gerade? I don't know. So, clean up, resume. Und von mir aus kannst du dann auch das noch ruhig aufessen. Am liebsten würde ich dann schon wieder sagen, danach musst du so ein bisschen joggen gehen. Hast du eigentlich, nee, du bist nicht auf dem Sportlevel, dass man hier einfach Exercise sagen kann. Grab a serving. Yoink. Das ist sogar eine relativ gute Qualität. Sieht's aus, excellent sogar? Ja, so wie das blinkt, ja. Nicht schlecht. Good job. So, und danach, wie angekündigt, nicht go for walk, go jogging. Solve hard problems? Share ideas, das ist was anderes. Open umbrella, sure. Go jogging. Du hast eigentlich ganz gut aktuell geschlafen. Gib mir das mal, den Rest dafür auf, dass wir dann mehr zur Nacht hin das dann machen. So, auf jeden Fall. Ja, du kannst ja ruhig auch mal was zu essen holen. Und du könntest eigentlich auch mal abhauen. Ernsthaft, wir zahlen denen wirklich gerade nur, dass er da in der Ecke auf der Toilette steht. Schade, dass das nicht so etwas ist, was er einfach so nebenbei macht. Aha, 160. Überleg, dass ich 200 heute verdient habe. Dann wurden wir am 40 verdient. Ihr könntet euch schon... Okay, aha, ja. Das zum Beispiel wird miteinander kombiniert. Ja, das brauchst du jetzt nicht mehr tun. Ja, ist mir recht. So, unterbrichst du das Essen jetzt wieder? Alright. Onion, da hatten wir gelernt, das ist nicht toll. Hier bin ich mir gar nicht sicher, aber das müsste eigentlich auch funktionieren. 135x. Aber im Endeffekt ist das jetzt erstmal egal, was die Qualität am Ende dabei, die da rauskommt, ist, sondern wir wollen halt Fizzing auf 3 jetzt erstmal bringen. Okay, das hat er jetzt ganz kurz priorisiert.
Okay, hier ist also ein ernsthaftes Problem. Die können mit der Toilette vermutlich nicht interagieren. Oder sie versuchen an... Doch, die Toilette geht in Ordnung, das sind der Weise. Das Problem ist, die wollen an den... No. An den Teller. Und sie kommen nicht dran. Wenn die Toilette da im Weg steht. Okay. Gibt es da draußen irgendwas, was du tun kannst? A lot of social bunny worth things happened. Okay, zeig. Zeig mir, was hier heute passiert ist. Possibly being back from work. Confident, sure. Ich sag jetzt schon mal, das funktioniert nicht. Let's try that. Oh, okay. Wake up, grind, go home, rest. It's a steady routine and I'm totally crushing it. Sure you are. Wow, wie schnell der Teller geworden ist. Aber zum Glück haben wir dafür jemanden. So, wo läufst du jetzt offiziell hin? Du hast nämlich gerade keine Aussage. Okay. Jetzt hast du dich entschieden. Ganz ehrlich. Mach mal bitte vorher sauber. Ach du, das war schon richtig. Clean up. Denn die anderen haben es ja nicht geschafft. Das Zeug wegzubekommen. Oh, jetzt geht er wirklich für jeden von den einzeln davor und zurück. No. Und dann machst du das da drin. No. Set sink type. Bathroom. Set sink type. Kitchen. Von nun an sollte, solange der Command nicht sagt, wo er hingeht, sollte er schon den richtigen Ort Yes. Hey, hi. There you are. Go pee-pee. No, nicht get water. No. Warum get water? Deswegen, das Ding da oben darfst du dann... Ponder Glass vorne, ist sure. Wenn du nichts Besseres im Leben zu tun hast. Mit wem oder was redest du? The fuck? Redest du mit der Ecke? Okay, was für ein Kauz bist du bitte? So, you know what? Ich schmeiß das Ding mal ganz bewusst darüber, dass sie aufhören, immer wieder dahin zu latschen. So, gehst du alleine auf... Oh, great. Ja, genau, mach sauber, während da Wasser rausschießt. So, ansonsten, ihr könnt ja mal hier Share Ideas machen. Interests? No. Hobbies? No. Deep thoughts. Share brilliant ideas. Okay. Oh, sie setzen sich sogar dabei hin. Oh, Mush Pepso. Mush Pepso. Das klingt wie eine komische Richtung von Pepsi. Ernsthaft, Mädel? Keine 5 Sekunden durchhalten, bevor du wieder aufs Handy guckst? Furchtbar. Listen to romantic music. Shibby Brange. Why not? Kollege hat es wirklich nicht geschafft, das Ganze zu reparieren. Okay, Dude. Während wir hier nebenbei Woohoo machen, ich sag dir mal telepathisch, go to sleep. Die Kiddos schlafen nämlich auch noch für, ja, Minuten. Nutz es aus. Wir können natürlich dann in der Zukunft überlegen, das Ding dann einfach auf die andere Seite zu stellen, wenn da die Treppe hinkommen soll. Gott, hier, also das ist zum Beispiel jetzt so ein Raum, der aktuell noch ein Ticken zu groß ist. Zu groß und vermutlich insgesamt einfach zu lang. Aber selbst wenn man sagen würde, man will dann einen Tisch hinstellen, man könnte natürlich überlegen, den Tisch einmal zu drehen. Dass er dann halt wiederum so steht, aber das sieht dann, wie gesagt, auch wieder von der Breite so ein bisschen komisch aus. Ja, da müsste man sich so ein bisschen durchzwängen, um zum Beispiel hier hinten hinzukommen. Hey. Schön. Ganz toll. So, sie ist sofort eingeschlafen, also GG von meiner Seite scheinbar. Wo ist... Achso, ja, Dumpfback hat sich hingelegt. Ich wollte schon sagen. Achso, und das Zeug ist auch schon wieder fertig. Ja. Dann, wenn das eine abgeschlossen worden ist, dann geht's gleich lieber zu der nächsten Sache.
Hier wünscht man sich irgendwie mehr aktiv machen zu dürfen. Und selbst wenn es einfach nur dazu kommt, das Zeug zu bewässern. Oh Gott, da ist noch einer von denen kaputt gegangen. How? Wie zum Kuckuck kriegt ihr hin, all das Zeug kaputt zu bekommen? Also klar ist nicht die beste Toilette und so weiter, aber trotzdem. Ist ja schon beängstigend. Yes. Gibt es eine Möglichkeit, dass irgendwie, wo läufst du denn schon wieder hin? Habe ich Go There gesagt? Meines Erachtens nicht. So, dann kannst du auch mal den... Ah, oh, ist denn hier schon wieder Bär geworden? Ich meine, ist schön, damit bringen wir unseren Wert hier weiter nach oben. Das ist nämlich noch ein bisschen Freiraum. Da gibt es wirklich keine Möglichkeit, Fizzing irgendwie schneller nach oben zu bringen. Außer halt aggressiv halt mehr Zeug da reinzuschmeißen. Wenn es nicht anders geht, dann ist es halt so. Oh, und draußen. Okay, das mit dem Gießen hat sich damit also auch relativ schnell erledigt. Oh no, they are awake. Beware, everyone, they are awake. Okay, haben wir noch Essen? Wir haben... So, holt euch mal was zu essen. War hier nicht noch nass gewesen? Aber scheinbar nicht mehr. Okay, dann machen wir Load hier gleich nochmal, wenn das eine abgeschlossen worden ist. So, diesmal, genau, nichts drücken. Grapes haben wir nicht genug, aber wir haben auch nichts diesbezüglich angebaut. Dann machen wir Strawberries, ja. Pommes Besoy, genau, stimme ich dir zu. So, du holst dir was zu essen, ihr euch, ja, okay. Beide watschen sie jetzt darauf hin. Du bist auch soweit. Aufstehen, aufdrehen, grab a serving. Oh, Angi! Groggy Monster! So, was ist dein Problem? No! No, 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 nicht unterbrechen! Lasse laufen! Yep. Einfach gehen lassen. Ganz cool. Wo läufst du schon wieder hin? What now? Don't put up! Achso, ja, okay, dadurch, dass sie den oder die beiden hier als Option haben, haben sie sich halt für die andere Richtung entschieden. Okay. Deswegen ja hier der eine, das sieht natürlich jetzt immer so ein bisschen ulkig aus. Wäre das besser? Ja. Sieht zumindest besser aus, sagen wir mal so. Okay, was man hier vermutlich auch nochmal cool hinstellen könnte, nicht Comfort Surfaces. Dass man hier ganz bewusst so einen kleinen Tisch daneben stellt. Ich natürlich hier gefühlt nur große zur Auswahl bekomme. Auch irgendeiner, der nicht furchtbar ist. Deswegen hatte ich gedacht, dass man den wirklich hier so ganz bewusst so daneben dran stellt. Aber ich hätte den ganz gerne in schick. Ein bisschen merkwürdig, das eigentlich ganz günstige Zeug hier hinten. Deswegen so in etwa. Und da was hätte, wo man sagt, hey, ich kann da halt so ein Buch ablegen oder irgend sowas. Das ist auch noch in Farben, die so ein bisschen passender sind. Keine Ahnung, das sieht halt... Vielleicht würde man den nicht im echten Leben haben wollen, aber der sieht halt schon so passend aus, so wie der andere. So, wo läuft ihr jetzt? Okay, also ihr läuft gerade darüber, du läufst dort noch hin. Und ist dann das Ding da gerade alleine... Take Bath. Wenn wir das Ding jetzt schon haben, dann wollen wir es auch ausnutzen. Holy moly. Da sind drei Stück von denen und die haben die ja regelrecht zerstört. Wow. Also, aha, mit Force Power wird hier so ein bisschen gearbeitet. Yum, yum, yum. Little Gremlins, ja. Und der eine Gremlin hat es natürlich wieder dank Messy Eater geschafft. Was ist dein Problem? Hands. Criminal Presence. Could a Sim be a criminal mastermind? What a Sim to do? What's a Sim to do? I'm socializing. Alright. Was ist eigentlich das?
Also irgendein Rasselgeräusch dabei. Hat jetzt aufgehört, also fragt mich nicht. So, was habt ihr jetzt hier? Du bist very playful. Org, wo läufst du schon wieder hin? Achso, du hast dich entschieden, dich da hinzusetzen. Okay, soll mir recht sein. So, was machst du gerade? Warum hast du eigentlich so wenig Energie? Halt ich das Ding? Ich hab das Ding schon wieder nicht angemacht. Ah! Furchtbar. So, hilf mal aus, mach mal sauber. Ihr habt alle Blasenschwäche. Go Potty. Du auch. Go Potty. Ihr kriegt es schon hin. Du kriegst es noch nicht hin. Wow. Okay. Sumpfback gestartet ist, dann wirst du danach mal helfen. Uff. Er hört sich da schön hin. Ist immer noch nicht genug. Denn ich hatte mich immer schon gefragt gehabt, wo der Skill Gain ist. Wann bekommen sie ihren Skill da gut geschrieben? Need Video Games. Alright. Play Games. Sims Forever. Gott, ernsthaft, das kleine Kind muss jetzt bis zu dir dahin latschen, damit du mit deinem telepathischen Mächten nicht einfach wissen kannst, dass es auf Klo muss. Ey! The Peekeeper is awake. Muss pissen. Ja, immerhin bist du so nett und beschleunigst den Vorgang. Warum auch immer du den Weg läufst. Der Weg kann niemals schneller sein. Der eine Argument, den ich nehmen könnte, ist die Anzahl der Türen. 1, 2, 1, 2, 3. Vielleicht ist das eine Logik? I don't know. Aha, ich hab Pupu gemacht. Jetzt bade mich. Achso, das machst du jetzt vermutlich gar nicht mit. Wenn du dich um den anderen kümmerst. Okay, dann hier. Nanny, let's go. Okay. Damit haben wir die Stunde schon wieder gefüllt. Zugeben, einiges an Zeit ist hier einfach nur ins Überlegen und dann Umsetzen geflossen. Aber die Kiddos arbeiten sich langsam weiter voran. Keine Ahnung, was für Milestones es insgesamt alles gibt, die man hier... Learn to climb stairs. Ja, wie gesagt, so ein paar von denen sind so die offensichtlichen. Lernen zu laufen, zu sprechen, nicht sich nur noch in die Hose zu kacken. Aber ansonsten? Man hofft sich halt, dass sie hier und da so mit so Sachen spielen und das hilft. Jetzt sollte man auch hier nochmal ganz kurz gucken, was die so haben. Deswegen Movement haben wir, Communication haben wir, Thinking. Das würde das in der Theorie auch tun. Imagination. Da bräuchten wir mehr Spielzeug. Ich meine, das könnte man natürlich auch überlegen. Jetzt, wo mehr Platz existiert. Überlegt, ob man das Ding nicht irgendwo anders hinstellt. Vielleicht reicht es, es ein bisschen zur Seite zu stellen. Um den halt jetzt sowas wie, holy moly, ist das Ding riesig. Selbst das Ding. Okay, dann spielt ihr damit auf dem Flur. So, und die andere Sache. Deswegen Dolls hilft dafür aus. Nettes Spielzeug. Oh, das Cardboard. Natürlich ulkig 125. Ja, die anderen sind einfach teurer. Holy moly, ja. Aber auch nur 170, also. Der Sprung ist auch nicht gigantisch. Und so wichtig ist, die stehen wirklich hier auf der Seite, wie man es ja im Endeffekt auch da sehen kann. Aber es ist nicht so, als könnte man allzu viel tatsächlich noch mehr anbieten. Deswegen, weil das ist das gleiche wie die andere Seite. Toddler Bookcase. Hätte man natürlich auch noch irgendwie überlegen können, hier reinzustellen. Warum nicht? Klar, wir haben das Ding da schon, aber das sieht nochmal in der Ecke besser aus und. Wenn man ganz ehrlich ist, füllt auch gleichzeitig einfach nur mal so ein bisschen den Raum. Hätte auch hier das Ganze irgendwie hinstellen können, aber das Ding ist trotzdem zu groß. Ja, ein iPad kriegen die nicht. Orden thanks for babies. No. Okay. Damit würde ich sagen, kommen wir für heute hier zum Ende.
Und beim nächsten Mal, ich hab gerade auch so mit dem Dollhouse, kann man mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann.